Ich rufe auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der AfD hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Neutralität der Wissenschaft bewahren, politischen Druck auf Forschungsinstitute verhindern. Wir müssen einen Moment warten. Liebe Kollegen, bitte zügig Platz nehmen. So, die Aktuelle Stunde beginnt. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Abgeordneten Dr. Gottfried Curio von der Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wie die Zeitung Die Welt berichtet, hat die Regierung beim Corona-Gutachten im März 20 das gewünschte Ergebnis schon gleich mit vorgegeben. Eine möglichst bedrohliche Darstellung. Nach dem Typus finden Sie heraus, dass Folgendes der Fall ist. Die Absicht war, statt rein wissenschaftlicher Information sich vor allem Legitimation einzuholen für repressive politische Maßnahmen. Das Ziel sei eine Schockwirkung mit einem Horrorszenario. Über 1 Million Menschen in Deutschland sterben zu Hause qualvoll um Luft ringend. Es ging nicht um wissenschaftliche Fundierung, sondern, getreu Greta, I want you to panic. Unsere Nachfrage im Innenausschuss, ob man die Korrespondenz mit den Experten, vielleicht ja entlastend, veröffentlichen könne, sie liegt der Welt vor, wurde geflissentlich überhört. Ein wohl vielsagendes Schweigen, meine Damen und Herren. Diese Regierung ordnet nie dagewesene Freiheitseinschränkungen an, eben gerade ohne jeweils präzise abzuleiten, wie notwendig das wirklich ist, zur Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems, zum Schutz der Bevölkerung in einer Infektionslage. Zu fordern ist doch die Angemessenheit, die Zielgenauigkeit solcher auch zerstörerischen Maßnahmen. Hat die Regierung sich bemüht, herauszufinden, ob Kulturveranstaltungen mit Hygienekonzept wirklich die Spreader-Events sind? Ist es angemessen, Schul- und Kita-Kinder zu Hause wegzusperren, Restaurant- und Geschäftsinhaber in den Ruin zu treiben, die unter Beachtung aller Hygieneregeln versuchen, ihr Geschäft, häufig ihr Lebenswerk, zu retten und Ende Januar noch auf ihre Novemberhilfen warten? Hat hier überall Augenmaß gewaltet? Ist ein Inzidenzwert von 50 überhaupt wissenschaftlich begründbar? All das hätte man herausfinden müssen, wenn man dafür Grundrechte abschafft. Aber nichts davon ist geschehen. Stattdessen ordnet eine Kanzlerin, bekanntlich politisch sozialisiert, in einer Diktatur das alles einfach an, mithilfe eines nicht verfassungsgemäßen Nebenparlaments. Und da ist für diese Regierung offenbar die spannendste Frage, wie macht man da jetzt die Bevölkerung gefügig? Eine Ungeheuerlichkeit, meine Damen und Herren. Der Weltbericht zeigt, das Argumentationsdefizit soll gerade durch Emotionalisierung überdeckt werden. Angstmache soll die Rechtfertigungslücke füllen. Von der Merkelschen Beraterrunde werden kontrovers denkende Experten ausgeschlossen. Ein nicht ergebnisoffenes Gutachten wird bestellt und die Beauftragten liefern. Man müsse eben vom Ziel her argumentieren. Es gehe um den Eindruck eines starken staatlichen Interventionismus. Und liefert das RKI mal eine geringere Todesrate, hat man einen anderen Weltweisen. Das RWI gibt den doppelten Wert, dann nehmen wir doch den, Zitat, lieber schlimmer als zu gut. Man sieht, was ein nüchternes wissenschaftliches Gutachten hätte sein sollen. Reine Fakteninformation wird schon bewusst politisch präformiert abgerufen. Und dann wird auch gleich noch für diese schon bestellte, frisierte Faktenlage das Framing mitgereicht für die psychologische Durchsetzungskampagne. So viel Manipulation war selten, so viel Wille, die Bürger am Nasenring zu führen, auch, meine Damen und Herren. Erschreckend, wie die Wissenschaft, der Goldstandard für Unabhängigkeit, hier von der herrschenden Politik dienstbar gemacht,
für ein politisch vorgegebenes Ergebnis eingespannt wird. Ähnlich übrigens beim Verfassungsschutz. Die Regierung weist eine Behörde an, ein Gutachten gegen die Oppositionspartei zu erstellen, das man dann als objektive, neutrale Stimme ausgeben will. Endgültiger Marschbefehl aus dem Innenministerium wird da gerade erwartet. Das reale Horrorszenario muss die Angstmacher beschämen. Jedes dritte Kind schon vereinsamt und psychisch auffällig. Die Schüler haben ein Jahr verloren, 100.000 Unternehmen von Insolvenz bedroht. Der Lockdown kostet jeden Monat zig Milliarden, eine ganze Volkswirtschaft an die Wand gefahren. Das ist im Gegensatz zum Seehofer Papier keine Angstmache. Das passiert gerade wirklich. Aber man will die Bevölkerung weiter an der Kandare halten, möchte, dass Corona bis zur Bundestagswahl Thema Nummer eins bleibt. Das ist ein zu hoher Preis für mit Panik erkaufte Umfrageprozente, meine Damen und Herren. Fakt ist, diese Bundesregierung kann ihre Grundrechtsverletzungen gar nicht konkret begründen. Der Griff zur Panikkeule ist da doch allzu bequem. Aber der Zweck heiligt eben nicht jedes Mittel. Sie behandeln die Menschen wie unmündige Kinder, die sie erschrecken und einschüchtern wollen. Wir wollen die sachlich nüchterne Diskussion, Maßnahmen mit Augenmaß für unsere Wirtschaft, für unsere Kinder und den besonderen Schutz unserer Alten. Wir wollen die Menschen nicht mit Angst impfen, sondern wieder mit Hoffnung. Unser alternatives Angebot steht bereit. Ich danke Ihnen. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Astrid Mannes von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir kennen das von der AfD. Vorwürfe gegen Lehrkräfte, sie würden politisch einseitig die Schüler indoktrinieren und als Reaktion darauf das Einrichten von Lehrermeldeportalen. Der AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Repple hat eine Meldeplattform eingerichtet und Studierende dazu aufgefordert, AfD-kritische Professoren zu melden. Und ausgerechnet von der AfD wird jetzt suggeriert, die Wissenschaft werde durch die Politik der Bundesregierung beeinflusst und unter Druck gesetzt. Schon 2018 haben Sie in einer Kleinen Anfrage behauptet, dass die durch Artikel 5 des Grundgesetzes geschützte Wissenschaftsfreiheit in unserem Land ernsthaft gefährdet sei. Sie nannten dann Beispiele, in denen Studenten ihren ihnen unliebsamen Personen zum Teil gewaltsam den Zutritt zu Universitäten versperrt haben, um dort eine Rede zu halten. Die Freiheit der Wissenschaft genießt einen besonders hohen Schutz durch das Grundgesetz. Und es ist geradezu das Wesen der Hochschulen und Universitäten, Ort des freien Austausches und der konkurrierenden Hypothesen zu sein. Und gerade im Studium sollen Studenten lernen, in den sachlichen und faktenbasierten Diskurs einzutreten. An Universitäten müssen daher alle Positionen, die nicht gegen die Verfassung verstoßen, mit intellektueller Offenheit diskutiert werden können. Ein Unterdrücken oder gewaltsames Verhindern von Meinungsaustausch und Debatten widerspricht der Wissenschaftsfreiheit. Solche Aktionen, hören Sie doch mal zu und hören Sie doch mal auf, ständig nur dazwischen zu pöbeln. Solche Aktionen gegen Redner sind auch nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt und werden je nach Schwere der Tat auch geahndet. Der Staat handelt in solchen Fällen. Wir verfolgen solche Entgleisungen an Hochschulen mit großem Missfallen und sehen das durchaus auch als Anlass zur Wachsamkeit. Wir erleben generell aber in unserer Gesellschaft, dass sich die Umgangsformen wandeln und die sachliche Debattenkultur zurückgedrängt wird. Die Hochschulen und Universitäten sind von dieser Entwicklung nicht ausgenommen. Das sind allgemeine Entwicklungen, bei denen man sich fragen muss, wie es zu diesen Veränderungen im Umgangsstil kommen konnte. Und diese Entwicklung wird wohl nicht vom Regierungshandeln gesteuert. Diese Entwicklung wird durch die neuen Medien, derer sich ja auch die AfD
sehr gerne bedient, befeuert. Und wer im Glashaus sitzt, liebe AfD, der sollte nicht mit Steinen werfen. Zu meinen, dieses Klima eines raueren und intoleranteren Umgangs miteinander bestehe isoliert nur an Hochschulen und resultiere aus dem wachsenden Einfluss der Politik auf die Vergabe von Drittmitteln und dem damit einhergehenden Konformitätsdruck, das ist doch recht herbeigeholt. Erst gestern hat uns in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung der Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, Herr Professor Gerald Haug, unter Anwesenheit auch von AfD-Mitgliedern bestätigt, dass die Wissenschaft unabhängig und von der Politik bzw. Regierung unbeeinflusst arbeitet. Politischen Druck auf Forschungsinstitute können wir klar verneinen. Ich verweise hier auf das 2012 beschlossene Wissenschaftsfreiheitsgesetz, durch das die außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen mehr Eigenverantwortung und Freiheit erhalten haben. Ich möchte aber, Dr. Curio, zum Abschluss noch zu Ihren Anwürfen gegen Bundesinnenminister Seehofer ein, zwei Sätze sagen. Sie unterstellen viel, ohne dass Sie das beweisen können. Was wir aber wissen, das ist, dass Professor Christoph Schmidt, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, erklärt hat, dass keine Empfehlung für besonders restriktive Corona-Maßnahmen auf Bestellung geliefert wurden und dass die Wissenschaftler der Politik durch ihren Rat in einer Situation gewaltiger Unsicherheit bei der Entscheidungsfindung geholfen haben. Das ist etwas anderes, als sich für politische Zwecke einspannen zu lassen. Und nichts deutet derzeit auf eine Abhängigkeit der Wissenschaftler von der Politik hin oder darauf, dass Wissenschaftler sich haben instrumentalisieren zu lassen. Entweder man legt Beweise auf den Tisch oder man unterlässt solche Behauptungen. Vielen Dank. Und das Wort geht an Dr. Thomas Sattelberger von der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst ein Wort zu den wahren Wissenschaftsfeinden in diesem Hause, die sich heute auf das hohe Ross der Forschungsfreiheit setzen. Dieselben, die digitale Pranger gebaut haben, auf denen Studierende AfD-kritische Professoren verpfeifen sollen, schließe mich der Kollegin Mannes voll an. Organisierte Denunziation, das erinnert an dunkle Jahre in diesem Lande. Und meine Damen und Herren, wer das Wissenschaftszentrum Berlin verklagt, um die Veröffentlichung freier Forschung über die AfD zu verhindern, der sitzt in dieser Aktuellen Stunde im Glashaus. Die demagogischen Versuche der AfD sind so niederträchtig wie durchsichtig. Weniger transparent sind natürlich einige Vorgänge im Bundesinnenministerium. Einerseits habe ich volles Verständnis, wenn sich der Bundesinnenminister die Bilder von Bergamo vor Augen auf ein Worst-Case-Szenario vorbereitet. Um Schaden von diesem Lande bestmöglichst abzuwenden, da muss man wissen, was einen im schlimmsten Fall erwartet. Deshalb ist es völlig richtig, sich von den besten Forscherinnen und Forschern beraten zu lassen. Bedenklich allerdings, ein Gutachten in Auftrag zu geben mit dem Ziel gewünschter Schockwirkung. So zitiert in der Welt am Sonntag, am 7. Februar. Und genauso bedenklich wäre es, wenn Wissenschaftler ein solches Ziel über evidenzbasierte nackte Fakten stellen. Es gibt Anlass zur Sorge,
Was wir in der Presse lesen über das Gebaren des Bundesinnenministers und seines Staatssekretärs Markus Kerber. Drohkulissen aufzubauen, Herr Seehofer, das wäre Ihres Amtes in unserer stolzen Demokratie nicht würdig. Und es scheint, als hätte nicht nur die Spitze des Ministeriums eine machiavellistische Grenze überschritten, sondern auch der eine und andere Forscher. Wissenschaftler dürfen nie vergessen, dass es zwischen ihnen und der Politik eine professionelle Rollenteilung gibt, eine Grenzziehung. Wissenschaft soll die ungeschönten Fakten liefern und erläutern, die Politik entscheidet. Das BMI sollte seinen kompletten E-Mail-Verkehr in dieser Frage transparent und ungeschwärzt offenlegen. So nämlich, Herr Kerber, lassen sich Zweifel ausräumen, Vorwürfe entkräften, Vertrauen herstellen. Egal, welche Untiefen dieser Vorgang womöglich noch offenlegt. Ohne Zweifel herrscht in Deutschland Wissenschaftsfreiheit. Bei Gender- und Klimaforschung zum Glück genauso wie in allen anderen Wissenschaftsdisziplinen. Etwas einseitig mit vielen männlichen Akademikern älteren Kalibers hat sich jüngst das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet. Natürlich stellen wir Freien Demokraten uns sofort an die Seite eines und einer jeden, die freie Forschung und Lehre gegen ideologische Vorgaben oder Einschränkungen verteidigen wollen. Dazu zählt, dass man Vorlesungen unliebsamer Dozenten nicht durch Sitzblockaden verhindert, dass man Andersdenkende nicht verleumdet, sondern Cancel Culture entschieden entgegentritt. Doch so wichtig es ist, solche Fälle zu benennen und abzustellen, so müssen wir genauso klarstellen, zwar steht die Wissenschaftsfreiheit hierzulande immer wieder unter dem Beschuss derer, die ideologisieren und instrumentalisieren wollen, aber wir haben keine systemische Schieflage. Darüber wachen nicht zuletzt die demokratisch gesinnten Kräfte dieses Parlaments. Das Wissenschaftssystem hat ganz andere Herausforderungen. Seine Finanzierung, seine Innovationskraft, seine soziale Durchlässigkeit, seine Diversität. Hierauf sollten wir unsere Energie richten. In diesem Sinne, und es gilt heute nicht nur für Frau Karliczek, ran an den Speck. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort geht an den Abgeordneten René Röspel von der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Dieses in Artikel 5 des Grundgesetzes geschriebene Abwehrrecht gegenüber staatlichen Eingriffen ist auch Erfahrung aus der Nazizeit. Da hat es nämlich die Situation häufig gegeben, dass Forschung aus politischen Gründen verboten worden ist. Und diese Situation darf nie wieder eintreten. Und diese Situation werden wir auch verhindern. Tatsächlich allerdings finden in diesem Hause dann wieder Debatten statt, die an alte Zeiten erinnern. Eines der wohl bekanntesten Beispiele aus der Nazizeit ist Magnus Hirschfeld, der Sexualforscher, der eine neue wissenschaftliche Richtung begründet hat, der dann aber von den Nazis verfolgt wurde, fliehen musste und dessen Institut dann von den Nazis verboten worden ist. Und ich muss sagen, manche reden in diesem Hause, gerade von der AfD, was Geschlechterforschung und Genderforschung anbelangt, haben doch erstaunliche Parallelen zu einer Zeit, die wir jedenfalls nicht mehr wollen. Und Forschungsfreiheit nach Artikel 5 hat auch seine Grenzen. Auch das ist eine Erfahrung aus der Nazizeit, dass nämlich mindestens die fürchterlichen Versuche von Josef Mengele an Menschen gezeigt haben, dass Forschung nicht grenzenlos sein kann und nicht grenzenlos sein darf. Und sie findet dort immer ihre Grenzen,
wo sie andere Grundrechte berührt, in Artikel 2 Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit oder in Artikel 1 dem Menschenwürdeartikel, der nicht abwägbar ist in anderen, mit anderen Grundrechten. Und das ist gut so, das ist eine sinnvolle Regelung. Und tatsächlich immer wieder wird auch hier darüber diskutiert, inwieweit Forschung grenzenlos sein kann. Und das findet statt auf Basis einer breiten gesellschaftlichen, aber auch parlamentarischen Debatte. Und wir haben solche Beispiele hier erlebt. Wenn es um Embryonenforschung geht oder Tierschutz oder die Forschung an nicht die gruppennützige Forschung an Kindern, dann kommt allerdings tatsächlich Forschungsfreiheit nach Artikel 5 in Konflikt mit anderen Grundrechten. Und dann gilt es, eine Abwägung zu treffen. Und diese Abwägung trifft dieses Haus in der Regel, finde ich, eben sehr gut. Und dann wird Forschung reglementiert oder es werden sogar Verbote geschaffen, wie das Embryonenschutzgesetz. Und tatsächlich in dieser Zeit kann man feststellen, dass wir eine Verwechslung wahrnehmen müssen mit der staatlich garantierten Forschungsfreiheit einerseits und der Meinungsfreiheit. Das kommt, das ist auch gerade schon durchaus gesagt worden, zum Ausdruck dadurch, dass sich ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet hat aus 70 Wissenschaftlern, die Forschungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit anmahnen, aber sich eigentlich auf Meinungsfreiheit beziehen. Und tatsächlich wird Meinungsfreiheit und Forschungsfreiheit verletzt oder miteinander vermengt und manchmal vermischt. Man muss nämlich unterscheiden, ein Forscher darf sagen, was er will, weil er nicht nur Forschungsfreiheit hat, sondern auch Meinungsfreiheit. Aber wenn er mit einer exponierten Meinung in die Öffentlichkeit tritt, muss er auch damit rechnen, dass er eine Diskussion ausliefert und sich so stellen wie jeder andere Mensch eben auch. Das ist gesetzlich und grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit. Und die ist manchmal schwer zu ertragen, aber wir stellen glücklicherweise fest, auch wenn es uns nicht immer passt, dass diese Meinungsfreiheit auch bundesverfassungsrechtlich immer wieder besteht und die Hürden der Einschränkung sehr hoch sind. Wenn jemand allerdings politischen Druck auf Forschungsinstitut und WissenschaftlerInnen ausübt, so wie das ja auch Teil dieser Debatte oder der Aktuellen Stunde ist, dann ist das tatsächlich die AfD. Sie und Ihre Abgeordneten reden nicht nur hier immer wieder von Verbot von Forschung oder verächtlich über Forschung, sondern Sie tragen auch Schilder, auf denen Wissenschaftler in Gefängniskleidung abgebildet sind. Wenn das nicht Angriff auf Persönlichkeitsrechte, auf Meinungsfreiheit und Forschungsfreiheit ist, dann weiß ich nicht, was man als Angriff dort verstehen könnte. Und ich will auch ausdrücklich sagen, dass die Debattenkultur, die von Wissenschaftlern bemängelt wird, dass sie schlechter geworden ist und auch die gesellschaftliche Debattenkultur schlechter geworden ist, das liegt im Wesentlichen an Ihnen. Das hat man gerade an der Rede und an Ihren Behauptungen gemerkt. Kein anderer in diesem Haus, keine andere Fraktion außer der AfD hat das Interesse, dass diese Pandemie bis in den Herbst hineingeht. Was denken Sie sich einfach und welche Sprache verwenden Sie hier tatsächlich? Sie wollen ablenken, Sie wollen vom Täter zum Opfer werden. Das wird Ihnen aber nicht gelingen. Und das Spannende ist, wenn Sie die Gelegenheit haben, mit den Wissenschaftlern zu diskutieren, die Sie auf Schildern in Gefängniskleidung tragen, in Videokonferenzen, dann schweigen Sie still, dann scheuen Sie die Debatte und dann würde der große Philosoph Oliver Kahn sagen, Sie haben schlicht keine Eier, Sie müssen wenigstens zu dem stehen, was Sie kritisieren und nicht hinterrücks das machen. Die SPD ist die Partei der Freiheit in ihrer Geschichte. Und das verstehen wir als Verpflichtung auch für die Zukunft. Wir werden sie in jeder Beziehung verteidigen als Forschungsfreiheit und als Meinungsfreiheit. Vielen Dank. Danke. Das Wort geht an Dr. Petra Sitte von der Fraktion Die Linken. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, huch, habe ich gestern gedacht, der Titel dieser Aktuellen Stunde ist ja wirklich verlockend, mal tiefgründiger über Wissenschaftsfreiheit zu reden. Und dann das. Man reibt sich die Augen. Ausgerechnet die AfD, ausgerechnet dieses verhinderte Kompetenzzentrum hat es beantragt. Gerade die AfD hat doch immer wieder Nein gesagt. Nein zu unabhängiger Wissenschaft und Nein zu deren Erkenntnissen. Das Schema der AfD ist immer wieder gleich, lautet schlicht, wir wissen es besser, wir wissen alles besser.
Und wenn die Wissenschaft unsere Sicht der Dinge nicht teilt, dann kann das nur daran liegen, dass sie korrupt ist oder von bösen Mächten finanziert wird. Aber, meine Herren, so ist das eben nicht. Die AfD hält Klimaschutzpolitik für einen Irrweg. Ob es menschengemachten Klimawandel gibt, daran hat Herr Meuthen Zweifel, wie er sagt. Herr Jongen redet von wahnhafter Klimapolitik. Im Umgang mit unserer Geschichte hat Herr Höcke eine 180-Grad-Wende gefordert. Es soll sich einfach niemand mehr darüber empören, was Herr Gauland als Fliegenschiss bezeichnet hat. Nämlich nichts Geringeres als die größte Katastrophe in der bisherigen Menschheitsgeschichte, den Holocaust und den mörderischen Zweiten Weltkrieg. Wenn es schwierig wird, fordern doch gerade Sie immer wieder Wissenschaft auf, endlich Ruhe zu geben. Und genau so inszeniert sich die AfD auch in der aktuellen schwierigen Krise, nämlich der Corona-Pandemie. Hans-Jörg Müller, wer es auch immer sein mag, behauptet einfach, die Statistiken zu den Corona-Todesfällen seien gefälscht. Frau Miaska aus der AfD Bayern redet fiktive Polizeipatrouillen und Zwangsimpfungen herbei. In den USA hat Ihr bewundertes Vorbild, Donald Trump, 4 Jahre einen offenen Krieg gegen Wissenschaftlichkeit, gegen Fakten und gegen Wahrheit geführt. Das Wort Corona-Diktatur wurde zum Unwort des Jahres 2020 gewählt. An seiner Verbreitung hat die AfD erheblichen Anteil. Und heute stellen ausgerechnet Sie sich hier hin und wollen sich für eine neutrale Wissenschaft einsetzen. Wenn es nicht so verdammt ernst wäre, käme man aus dem Lachen überhaupt nicht mehr raus. Mit Wissenschaftlichkeit und Fakten hatte es offensichtlich auch ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums nicht so ganz. Den würden Sie nun hier ziemlich gern zum Märtyrer machen. Meine Damen und Herren, dieser Herr hat eigenmächtig einen rechtlichen Notstand erklärt und sich dann selbst die Erlaubnis erteilt, seine Warnungen quer durchs ganze Land zu schicken. Dafür wurde nun dieser Oberregierungsdirektor bei vollen Bezügen vom Dienst suspendiert. Wer wüsste in Corona-Zeiten nicht einzuschätzen, was das bedeutet? Es ist ganz sicher keine erbarmungslose Verfolgung Andersdenkender, wie Sie in den letzten Tagen und schon im vergangenen Jahr behauptet haben. Die Thesen dieses Beamten beruhten auf Einschätzungen, die, wie er selbst schreibt, nicht seriös einzuschätzen waren. Das lässt sich über den größten Teil der Unterstellungen und wilden Fantasien sagen, die damals von ihm verbreitet wurden und die Sie aufgegriffen haben. Wissenschaftsfreiheit, meine Damen und Herren, ist nicht dasselbe wie die Freiheit, jeglichen Unsinn zu verbreiten. Es ist auch nicht so, dass die Virologen dieser Welt diese in Angst und Schrecken versetzen. Nein, vielmehr ängstigen Sie und der Rest der Verschwörungstheoretiker das mulmige Gefühl, dass Bill Gates, Professor Drosten, dunkle Mächte das Ende der Welt herbeiführen wollen. Das ist Panikmache und das ist genau Ihr Geschäftsmodell. Meine Damen und Herren, Wissenschaftsfreiheit braucht ausreichende, unabhängige Finanzierung statt kurzfristiger Projektfinanzierung. Wer ergebnisoffene Forschung will, muss Hochschulen und Forschungseinrichtungen verlässlich grundfinanzieren und Forschenden unbefristete Perspektiven bieten. Auf dieser Grundlage kann unabhängig von den Vorgaben der Finanziers geforscht werden. Wissenschaft braucht Meinungsvielfalt und sie braucht Pluralismus. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse. Dafür einzutreten lohnt es sich und davon hat die Gesellschaft immer noch den größten Gewinn. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und das Wort geht an Kai Gehring von der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wie frei wäre die Wissenschaft, wenn die AfD jemals regierte? Diese Vorstellung ist blanker Horror, denn es würde Denk- und Forschungsverbote nur so hageln. Dass ausgerechnet die AfD heute die Wissenschaftsfreiheit beschwört, ist an Heuchelei nicht zu überbieten. Was hat die AfD zur Wissenschaftsfreiheit beizutragen? Sie fordern die Abschaffung ganzer Disziplinen, Fakultäten und Institute, weil ihnen Klimaforschung, Rassismusforschung, Geschichts- und Genderforschung unbequem sind. Gucken Sie sich Ihre eigenen Haushaltsanträge an und Ihr Fehlverhalten gestern im Wissenschaftsausschuss. Schämen sollten Sie sich. Sie laufen mit auf Anti-Corona-Demos, wo Virologen abgebildet sind, die am Galgen hängen. Sie lancieren Hetzkampagnen gegen Wissenschaftlerinnen, mit deren Arbeit Sie nicht einverstanden sind. Damit kommen Sie vielleicht bei autoritären Seelenverwandten wie Putin, Orban, Erdogan oder al-Sisi gut an, aber ganz gewiss nicht hier. Forschung und Lehre müssen frei sein. Die Suche nach Wahrheit hat bei uns Verfassungsrang. Es gibt hierzulande wahrlich kein Problem mit Meinungsfreiheit. Womöglich eins mit der Streitkultur. Universitäten sind zentralste Austragungsorte für Kontroversen und gesellschaftliche Reflexion, aber bitte schön zivilisiert und wissensbasiert. Also ohne enthemmte Sprache, ohne Diskriminierung, ohne gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Manche canceln das ab als Political Correctness. Die AfD echauffierte sich eben wieder über Tugendterror, Sprachpolizei, Meinungszensur. In Deutschland nennen wir das Empathie, Anstand, Achtung, Respekt und Rücksichtsnahme. Diskriminierungsfreiheit ist keine Bedrohung von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, sondern Anerkennung, dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist. Es läuft natürlich nicht alles rund in der Wissenschaft. Und es gibt Probleme, die wir nach 16 Jahren CDU-Führung im BMBF schleunigst anpacken müssen. Das beginnt schon bei der Grundfinanzierung unserer Hochschulen. Jetzt ruft sogar der ehemalige BMBF-Staatssekretär Georg Schütte, helft endlich den Hochschulen. Da muss doch selbst Frau Karliczek mal ein Licht aufgehen, die von ihrer Freiheit Gebrauch macht, dieser Schwachsinnsdebatte der AfD nicht beizuwohnen. Aber statt lauter Sonderprogramme und Drittmittel ist eine verlässliche, auskömmliche Finanzierung durch Bund und Länder nötig. Das ist eine Voraussetzung für Wissenschaftsfreiheit. Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen müssen sich über Jahre von Befristung zu Befristung hangeln. Die Folge: Man bleibt abhängig von Projektanträgen, Karrieren müssen auf halbem Wege abgebrochen werden, viele Talente gehen verloren. So kann freier Geist nicht gedeihen. Faire statt prekäre wissenschaftliche Arbeit ist eine Grundvoraussetzung für Wissenschaftsfreiheit. Wissenschaft kann Politik beraten, aber Politik darf Wissenschaft nicht instrumentalisieren. Es stehen Vorwürfe gegen das BMI im Raum. Es habe Wissenschaftlern nahegelegt, die Corona-Folgen in düsteren Farben zu zeichnen. Die Pandemie ist aus unserer Sicht schlimm genug. Das muss gar nicht erst aufgebauscht werden. Aber das Innenministerium muss hier schleunigst offenlegen, was da gelaufen ist. Denn bei politischer Einflussnahme ist das Seehofer-Ministerium Serientäter. Regelmäßig wird Druck auf die Bundeszentrale für politische Bildung gemacht, um wissenschaftsbasierte Publikationen zu ändern. Erst neulich traf es einen anerkannten Extremismusforscher unter großem Beifall der Oberzensoren von der AfD. Und diese Doppelmoral ist längst durchschaut und sie ist einfach lächerlich. Es ist noch nicht lange her, da wollte eine Meute aufgebrachter Corona-Leugner den Bundestag stürmen. Auch hier lauter Beifall von der AfD für obskurste Verschwörungsideologien. Ihre Querdenker-Kuschelei hat gravierende Folgen. Impfstoffe müssen von der Bundeswehr gesichert werden. Brandsätze fliegen auf das Robert-Koch-Institut. Virologen erhalten Todesdrohungen wegen Ihnen. Und Sie wollen uns was über Wissenschaftsfreiheit erzählen? Nein, danke, das ist wirklich lächerlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unabhängige Wissenschaft braucht Zeit, Geld, Sicherheit, Kreativität
und Ideenreichtum. Was sie nicht braucht, ist Einmischung und Gängelung von rechtsradikalen Wissenschaftsfeinden. Sie sind vielen Dank. Klimaleugner, Impfgegner, alles. Das Wort geht gleich an Sibylle Benning von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema dieser Aktuellen Stunde ist grober Unfug. Es suggeriert, dass die Politik und vor allen Dingen wohl die Regierung Wissenschaft unter Druck setzt, um zum Beispiel in dieser Pandemie Entscheidungsgrundlagen zu erhalten, die ihr genehm sind. Die AfD-Fraktion reiht sich damit nahtlos in das Geraune der Verschwörungstheoretiker ein. Wenn man im gestrigen Forschungsausschuss beim Gespräch mit dem Präsidenten der Leopoldina dabei war, ist diese Aktuelle Stunde erst recht ein Beleg dafür und nicht der erste, dass die AfD-Fraktion an Sachpolitik nicht interessiert ist. Sie sind so skrupellos, Misstrauen zu säen in wissenschaftliche Institutionen und wissenschaftsgeleitete Verfahren, und zwar wieder besseres Wissen, um für sich politisch Kapital daraus zu schlagen. Und dahinter steckt eine Masche. Sie werfen mit Schmutz auf alle Autoritäten, seien es politische, seien es wissenschaftliche, denn irgendetwas wird schon hängen bleiben. Sie befeuern damit eine gesellschaftliche Spaltung, die Ihnen gerade recht kommt, um zu verdecken, dass Sie für kein einziges Problem, das Politik und Gesellschaft lösen müssen, eine konstruktive Idee haben. Mir ist ganz klar, dass Sie an Fakten und Sachargumenten nicht interessiert sind. Aber ich nenne trotzdem ein paar, denn so führt man politische Debatte. Im letzten Jahr haben ca. 1.800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt den bislang umfassendsten Datensatz zur globalen Wissenschaftsfreiheit vorgelegt. Und sie haben die Wissenschaftsfreiheit seit 1900 im zeitlichen Verlauf weltweit untersucht. Dabei haben sie auch einen neuen Index, den Academic Freedom Index, entwickelt. Und er basiert auf den Schlüsselelementen wie der Freiheit von Forschung und Lehre, der Freiheit des akademischen Austausches, der institutionellen Autonomie und der Freiheit der Meinungsäußerung. Und dieser Index sieht Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute immer unter den Ländern, deren Wissenschaftsfreiheit am höchsten ist. Das widerlegt statistisch die verschwörungsnahe Behauptung, die Sie aufstellen. Wir hatten erst gestern die Gelegenheit, mit Professor Haug, dem Präsidenten der Nationalen Akademie Leopoldina, zu sprechen. Und die Kollegen der AfD-Fraktion wurden nicht müde zu fragen, ob denn nicht die Bundesregierung Einfluss auf das Abfassen der Empfehlungen der Leopoldina, zum Beispiel zu Maßnahmen der Pandemiebekämpfung, genommen habe. Es war sogar von bestellten Gutachten die Rede. Immer wieder aufs Neue versicherte Professor Haug, dass die Expertenrunden der Leopoldina, die sich je nach Stellungnahme immer wieder neu zusammensetzen, inhaltlich von außen in keiner Weise beeinflusst wurden und werden. Aber das hindert Sie in der AfD keineswegs, hier weiterhin Unwahrheiten zu verbreiten und dadurch das Vertrauen in unsere Wissenschaft zu zerstören. Die Leopoldina vereinigt herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und unter ihnen sind 30 Nobelpreisträger. Wenn so viele kluge Köpfe zusammen interdisziplinär abwägen und eine Position erarbeiten, die sie alle mittragen können, dann ist das als Entscheidungsgrundlage für die Politik eben ernster zu nehmen als Einzelmeinungen. Und die werden nämlich häufig noch von Personen kundgetan, die zwar Wissenschaftler, aber keine Experten sind für die aufgeworfenen Fragestellungen. Die AfD stellt auch immer wieder die Geschlechter- und Genderforschung als eine Ideologie dar, die nicht an deutschen Hochschulen gefördert werden sollte. Aber Artikel 5 des Grundgesetzes gewährleistet die Freiheit der Wissenschaft und Forschung. Und für mich ist klar, was die AfD als Stopp des Genderwahns propagiert, wäre ein gefährlicher Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Und dass wir geschlechtersensible Forschung in der Medizin benötigen, können ja vielleicht Sie sogar noch nachvollziehen. Aber auch für andere Kontexte gilt, wenn das Geschlecht als eine Dimension von Forschung berücksichtigt wird, werden Forschungsergebnisse in ihrer Aussagekraft und Anwendbarkeit besser. Und das werden Sie wohl nicht mehr begreifen.
Wenn Sie in der AfD-Fraktion mangelnde Wissenschaftsfreiheit beklagen, dann müssen Sie Stellung nehmen dazu, dass aktuell Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die durch die Pandemie und Bekämpfungsvorschläge in der Öffentlichkeit stehen, in sozialen Medien angefeindet werden und sogar Morddrohungen erfahren. Das geschieht leider genauso mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Klimaforschung und auch aus der Geschlechter- und Genderforschung. Dieses Ausmaß an Aggression und Hass, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entgegenschlagen, hat es in der Bundesrepublik so noch nicht gegeben. Sie sind zutiefst bedrückend und verstörend. Aber anstatt sich von Verschwörungstheoretikern wie den sogenannten Querdenkern zu distanzieren, bestätigen Sie sie lieber noch durch solche parlamentarische Ablenkungsmanöver wie dieses hier heute. Das ist eine Schande. Vielen Dank. Das Wort geht an Carsten Hilser von der AfD-Fraktion. Es gibt eine Allgemeinverfügung, nach der muss ich eine medizinische Maske tragen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im Großen und Ganzen geht es in dieser Debatte um Freiheit und nicht nur um die Freiheit der Wissenschaft. Freiheit hat auch keine politische Farbe. Freiheit ist nicht rot, grün, schwarz oder blau. Freiheit hat jede Farbe und ist auch keine politische Aussage, sondern ein Menschenrecht. Das Innenministerium wurde offensichtlich dabei erwischt, wie es von der Wissenschaft wissenschaftlich klingende Rezepte bestellte, die zur Rechtfertigung von Schutzmaßnahmen zur Bewältigung der Scheinkatastrophe, also zur Aushebelung unserer Freiheit, dienen sollten. Und die Wissenschaft lieferte wie bestellt. In nur 4 Tagen kam eine Rechtfertigungsagenda zusammen, die nicht nur dann den dann folgenden von Anfang an grundgesetzwidrigen Lockdown gegen jede Kritik schützte, sondern auch dafür sorgte, die so geschürte Angst und Panik dauerhaft zu nutzen, um Grundrechte auszuhebeln und Millionen Existenzen zu zerstören. Ein eklatanter Missbrauch von Wissenschaft, wie er schlimmer nicht sein kann. Doch wer nun glaubt, dieser Wissenschaftsmissbrauch sei die Ausnahme, der irrt gewaltig. Es ist inzwischen die Regel, vor allem bei Themen, bei denen viel Geld und damit viel Macht im Spiel ist. Exemplarisch dafür steht neben anderen Feldern die Klimawissenschaft. Nur geschieht die Einflussnahme nicht ganz so plump wie die des Innenministeriums. Es ist eigentlich noch schlimmer, denn vielfach dienen sich als Wissenschaftler getarnte Aktivisten den Politikern regelrecht an. Beispielhaft Steven Schneider, von dem der berühmte Ausspruch stammt, ich zitiere mit Ihrer Genehmigung, um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir dramatische Statements und keine Zweifel am Gesagten. Jeder von uns muss entscheiden, wie weit er eher ehrlich oder eher effektiv sein will. Und alle die Wissenschaftler, die gern öffentliche Gelder und damit Macht und Einfluss wollen, entschieden sich eher früher als später dazu, effektiv zu sein. Besondere Beispiele dafür sind die diversen Klima- und Umweltinstitute, die nach der IPCC-Gründung wie Pilze aus dem Boden schossen, zum Beispiel das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIK, dem staatliche Mittel in reicher Zahl zugeschanzt wurden. Sein Gründungsdirektor Professor Schellenhuber erkannte die Zeichen der Zeit und berät seitdem nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern auch Ministerien und Gremien, nationale wie internationale, jetzt sogar dem Papst. Und lieferte in Städtenstrom, was von ihm erwartet wurde, nämlich die Panik vor der kommenden Klimakatastrophe wissenschaftlich zu untermauern und damit möglichst unangreifbar zu machen. Unter anderem mit dem völligen Unsinn vom 2-Grad-Ziel und abstrusen Paniktheorien wie die von den Kipppunkten, die das Klimasystem mit seinen unzähligen Wirkfaktoren bald unumkehrbar zum Kippen bringen würde, wenn der Minifaktor CO2 nicht auf Null gesenkt würde. Jeder ernstzunehmende Paläoklimatologe schüttelt zwar nur den Kopf vor so viel angemaßtem Wissen, doch die Politik und die von ihr bezahlten Mietwissenschaftler glauben den Unsinn. Gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass andere wissenschaftliche Erkenntnisse keine Chance haben, gelesen oder gehört zu werden, ihre Arbeiten nicht publiziert werden. Und das im trauten Zusammenspiel mit der Politik, die schnell erkannt hat, welches unglaubliche Machtinstrument die Klimapolitik bietet, so wie es der ehemalige Chef des renommierten Wissenschaftsmagazins New Scientist schon 1998 vorhersah. Ich zitiere,
Alle Parteien der Industriestaaten, ob rechts oder links, werden die CO2-Erderwärmungstheorie übernehmen. Das ist die einmalige Chance, die Luft zum Atmen zu besteuern. Weil sie damit angeblich die Welt vor dem Hitzetod bewahren, erhalten die Politiker dafür auch noch Beifall. Keine Partei wird dieser Versuchung widerstehen. Zitat Ende. Und so ist es gekommen, mit Ausnahme der AfD. Damit das so bleibt, werden unglaubliche Summen in die Mietwissenschaft gepumpt, derzeit rund 140 Millionen Euro, an viele staatsnahe Institute oder NGOs, über 25 Millionen allein ans PIK. Und dafür lässt sich natürlich gut Klimapanikpropaganda betreiben. Da wird Klimaerwärmung zur Klimakatastrophe. Wenn es aber für viele ganz überraschend einen Wintereinbruch mitten im Winter gibt, dann müssen schnell die Mietwissenschaftler vom PIK ran und müssen ganz wissenschaftlich begründen, warum das nur eine Folge der Erderhitzung sein kann. Vollkommen absurd. Gut für Politik und Mietwissenschaft ist, dass die meisten Steuerzahler, die dafür bezahlen und ihre Jobs zu Hunderttausenden verlieren, das auch noch richtig gut finden, weil die Wissenschaft es ja so sagt. Und noch viel besser ist, dass der Geldstrom mit jedem neuen Gesetz, mit jeder neuen EU-Verordnung immer größer wird, zum Beispiel der New Green Deal mit sage und schreibe 750 Milliarden Euro. Dafür kauft sich die Politik Wissenschaft und lassen sich Wissenschaftler kaufen. Deshalb müssen wir diesen Eklat zum Anlass nehmen, zu handeln. Sorgen wir dafür, dass Wissenschaft wieder Wissenschaft wird, bei dem der Zweifel die Mutter aller Forschungen ist, in der immer kontrovers diskutiert wird und bei dem nicht die Politik bestimmt, wie die Ergebnisse auszusehen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich möchte den Hinweis geben, dass nach Möglichkeit unvermummt hier gesprochen wird am Redepult. Es gibt keinen Grund, hier die Maske aufzusetzen, auch vor dem Hintergrund, dass ja eine Übertragbarkeit auch auf die Medien gewährleistet sein soll, also sprich dem Fernsehen, und dem Publikum dort ermöglicht werden soll, auch gut zuzuhören. Ja? Es geht das Wort an Dr. Giappi von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt es ein Recht auf Wissenschaft? Ja, dieses Recht gibt es. In Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht nämlich, jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzunehmen. Teilzuhaben. Es ist für mich heute mehr als verwirrend, wenn eine Partei, die einen engen Kontakt zu Verschwörungstheoretikern und ihnen sogar Zugang zu diesem Haus verschafft hat, eine Partei, die den menschengemachten Klimawandel ablehnt, eine Partei, die die Gleichstellungspolitik stets kritisiert und eine Partei, die versucht, geschichtliche Fakten umzudeuten, heute in den Eindruck erwecken will, die Wissenschaftsfreiheit zu schützen. Das ist für mich ein intellektueller Lockdown, was Sie da hier machen. Und das glaubt Ihnen doch niemand. Sie sind aus meiner Sicht unglaubwürdig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in vielen Gegenden der Welt werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verfolgt und in ihrer Arbeit eingeschränkt. Das ist für viele lebensbedrohlich oder macht wissenschaftliche Arbeiten und berufliche Werdegänge unmöglich. Die Verursacher kommen aber nicht aus demokratischen Systemen oder, wie Sie auch sagen würden, von linken Mainstream. Sie kommen aus Diktaturen, aus Systemen, die Menschenrechte mit Füßen treten. Sie kommen von rechts. Rechnen Sie bitte nicht damit, dass Ihre Aussagen ohne Widerspruch akzeptiert werden, weder hier im Plenum noch in den Hörsälen unseres Landes. Die Staatsministerin Michelle Müntefering hat mir mit diesem Satz in ihrer Rede zum Humboldt-Jahr aus dem Herzen gesprochen.
Sie sagt nämlich, es geht um die Demokratisierung von Wissen, es geht um das tiefe Verständnis, dass Kunst und eben auch Wissenschaft Orte der Freiheit sind und diese Orte Freiheit brauchen, um zu blühen. Zitat Ende. Diese Wissenschaft muss unabhängig von politischer Einflussnahme arbeiten. Demokratischer Diskurs muss immer möglich bleiben. Ich bin deshalb froh, in einem Land zu leben, das die internationale Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung intensiviert. Ich bin froh, in einem Land zu leben, das zum Beispiel durch die Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung verfolgten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Stipendien anbietet, damit sie hier weiter forschen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist der Internationale Tag für Mädchen und Frauen in der Wissenschaft. Und ich bin froh darüber, dass es einen Diskurs und berechtigte Kritik an einem Hochschulsystem gibt, in dem 25% der Professorinnen und Professoren männlich sind, in dem Forscherinnen mit Kindern in Corona-Zeiten Karriereneinbuße haben und Arbeiterkinder dreimal geringere Chancen haben, überhaupt an eine Hochschule zu kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, es gibt ein Recht auf Wissenschaft, aber es gibt kein Recht, Ihnen zuzustimmen. Die Wissenschaft ist frei, der Diskurs zu Wissenschaft und Wissenschaftler bleibt frei. Schützen Sie mit uns gemeinsam die Demokratie. Schützen wir gemeinsam die Wissenschaftsfreiheit. Dankeschön. Dankeschön. Kleinen Moment noch. Das Wort geht an Andreas Steyer von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hätte mir schon gewünscht, dass wir diese Zeit heute hier im Plenum für bessere Debatten nutzen können. Denn es gibt drängendere Probleme, als eine Scheindebatte über politischen Druck auf die Wissenschaft hier zu führen. Und diese Aktuelle Stunde zeigt es mal wieder, es ist der grobe Versuch der AfD-Fraktion, mit der Brechstange an die Wissenschaft heranzugehen. Und Sie von der AfD hören es vielleicht auch ungern, aber Wissenschaft darf auch Ansichten von Ihnen, von der AfD, widersprechen. Und das tun Sie auch meistens. Und dazu braucht es keinen politischen Druck. Das reicht oft schon der gesunde Menschenverstand. Und es ist schon interessant, hier zu sehen, hier in der Runde, dass überhaupt kein Forschungspolitiker hier über Wissenschaftsfreiheit von Ihnen gesprochen hat. Und das ist ja schon Ausdruck genug für diese Scheindebatte. Forschung ist und bleibt frei. Und lesen Sie den Artikel 5 im Grundgesetz nach, da steht es genau geschrieben. Und darauf, denke ich mal, können wir alle stolz sein. Wir können stolz sein, dass wir mit dem Wissenschaftsfreiheitsgesetz auch hier in Deutschland den außeruniversitären Forschungseinrichtungen einen flexiblen Rahmen geben, wo sie sich frei entfalten können und mit viel Eigenverantwortung auch die Wissenschaft vorantreiben können. Und es zeigt sich auch, worauf wir stolz sein können, dass diese Forschungseinrichtungen auch herausragende Arbeit gerade in der Pandemiebekämpfung gemacht haben. Unseren Forschungseinrichtungen ist zu verdanken, dass wir in einem noch nie gesehenen Tempo einen Impfstoff gegen Corona entwickelt haben. Darauf sind wir hier stolz. Und warum ist das gerade hier so bei uns, so in Deutschland? Weil wir von der Politik den Forschern eben nicht vorschreiben, ihr müsst das so oder so machen, wie Sie das vielleicht wollen, sondern die Forscher können sich frei hier die Fragen überlegen, frei die Fragen stellen und auch Lösungen frei entwickeln. Und die besten Ideen entfallen sich eben nur da, wo auch diese freien Ideen entwickelt werden können und nicht durch engstirnige ideologische Konzepte eben in gewisse Bereiche reingedrängt werden, sondern durch diesen freien Gedanken ist es möglich, dass wir Ideen auch frei weiterentwickeln und daraus auch neue Grenzen überwinden und auch neue Ideen, Konzepte entwickeln können. Aber dies ist natürlich auch kein statischer Zustand, sondern die Fragen müssen immer wieder neu entwickelt werden.
Und das ist ein dynamischer Prozess, wo auch im Ringen der besten Ideen auch neue Erkenntnisse entwickelt werden. Dabei ist natürlich auch wichtig, dass Wissenschaft nicht im luftleeren Raum entwickelt wird. Wissenschaft kann zwar in der Theorie Modelle entwerfen, aber Wissenschaft lebt letztendlich auch davon, dass diese Modelle in der Praxis und in der Realität auch überprüft werden muss. Und von daher ist es auch wichtig, dass wir den Austausch mit der Gesellschaft immer wieder nutzen und dass wir auch hier in der Politik über diese Konzepte reden. Und wir von der Politik können Aufträge an die Wissenschaft formulieren und Eckpunkte gemeinsam definieren. Wir von der Politik können dafür den Rahmen geben. Letztlich aber liegt es an der Wissenschaft, im Wettstreit um die besten Ideen Lösungen zu finden und Erkenntnisse zu liefern. Und erst dann sind wir von der Politik hier wieder gefragt. Und Herr René Röspel hat es eben gesagt, wir können diese Erkenntnisse entweder nutzen, aber wir können auch frei entscheiden, etwas anderes zu nutzen. Und diese Aufgabe ist es für uns, den bestmöglichen Transfer dieser Ergebnisse in die Gesellschaft und die Wirtschaft zu ermöglichen. Und ich könnte in der letzten Minute hier viele Beispiele dafür nennen, aber eins ist sicherlich auch ein zentrales Beispiel, wo wir die entscheidenden Weichen hier dafür gestellt haben. Der Pakt für Forschung und Innovation zeigt eindeutig, wie eine unionsgeführte Bundesregierung auch hier die richtigen Weichen gestellt haben. Wir haben in den letzten 15 Jahren immer wieder mehr Milliarden gerade in die außeruniversitären Forschungseinrichtungen investiert. Dadurch sind kluge Köpfe hier nach Deutschland gekommen. Und dadurch ist es uns gelungen, auch hier auf den entscheidenden Forschungsfeldern mit an der Weltspitze zu sein. Und die Entwicklung des Corona-Impfstoffs ist dadurch nur ein Beispiel von vielen. Und dabei ist natürlich uns auch immer wichtig, immer wieder zu prüfen, wo kann es noch Verbesserungen geben. Und wir haben gerade hier auch in dieser Legislatur Eckpunkte beschlossen, um den Pakt für Forschung und Innovation auch weiterzuentwickeln. Ein zentraler Punkt dabei ist der Transfer. Der Transfer in weitere andere Wissenschaftsbereiche, der Transfer in Köpfe, der Transfer in Startups wie BioNTech, der Transfer in Unternehmen, aber auch der Transfer in die Gesellschaft. Und durch die systematische Herangehensweise können wir viel mehr erreichen als durch eine populistische Debatte wie diese hier, die wir jetzt hier in der Stunde führen. Und last but not least, Corona ist da auch wieder das beste Beispiel. Schaut mal in die Welt. Dort, wo Populisten wie Trump oder Johnson die Politik gestalten, sind die Fallzahlen und Todeszahlen leider am höchsten. Dort aber, wo Vernunft und aufklärerische wissenschaftliche Erkenntnisse Leitfaden der Politik sind, dort sind wir am besten durch die Pandemie gekommen. Der Erfolg gibt uns recht. Danke. Vielen Dank. Und das Wort geht an Dr. Ernst-Dieter Rossmann von der SPD-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Steyer, Ihre Tonlage hat mir gefallen, weil die war nüchtern und ich will auch hier die Spaßbremse fortsetzen. Als erstes Wahlspaßbremse habe ich lange überlegt, Herr Sattelberger, ob ich es Ihnen einfach mal hier im Plenum auch sage. Man mag Ihnen so gerne zustimmen, aber wenn Sie Ihren letzten Satz, den wir schon alle immer erahnen, aus reiner Selbstbezogenheit und auch Selbstverliebtheit weglassen könnten, Sie würden deutlich mehr Zustimmung für Ihre vielen klugen Gedanken bekommen. Das Zweite, weil hier angesprochen worden ist, ja ein vermeintlicher Skandal, der jetzt ganz aktuell bekannt geworden wäre, möchte ich, weil ja auch Menschen am Fernsehen uns mit Folgen darauf hinweisen, dass diese sogenannte regierungszentrierte Studie seit dem April letzten Jahres im Internet zu lesen ist. Und es ist wirklich eine Empfehlung an alle, vor allen Dingen auch an die Kritiker dieser Studie, diese zu lesen, weil, um im Dritten zu sagen, dort nichts anderes gemacht wird, als das, was man ja wohl im März, April, im ersten Lockdown dringlich auch bräuchte, nämlich Szenarien zu entwickeln. Ein Worst-Case-Szenario und ein Nicht-Worst-Case-Szenario und noch ein drittes dazwischen. Und das kann man nur ganz nüchtern als sehr sachbezogen, sehr in der Entwicklung zentriert positiv aufnehmen, dass man dieses so nachlesen kann. Und lesen Sie es bitte auch in allen Punkten nach.
Lesen schadet nicht. Lesen kann zu Erkenntnissen führen. Und der vierte Punkt. Ich glaube, es war Minister Spahn, der freundlich gesagt hat, wir werden uns noch viel verzeihen müssen. Ich glaube, es war gestern in dem Gespräch, was wir im Wissenschaftsausschuss auch hatten mit Professor Haug, der daran erinnerte, dass man natürlich mal in eine Phase hineinkommen wird, wo man den ganzen ja tatsächlich nicht so vorhersehbaren Prozess, den wir über die Pandemie seit dem März letzten Jahres erlebt haben, noch immer weiter erleben, sehr genau nachzeichnen wird, um darüber Schwächen und Stärken und anderes auch besser für die Zukunft zu verstehen. Auch Herr Brinkhaus hat das heute in seiner bemerkenswerten Agenda für die Zukunft mitentwickelt, dass wir das ja brauchen in Bezug auf Fähigkeit zur Bewältigung von Katastrophen. Aber bitte nicht in der Diktion eines Untersuchungsausschusses, bei der es dann Ankläger und anderes gibt, sondern in einer kooperativen Weise in der Aufarbeitung dieser Sachverhalte. Und dann wird man in Bezug, so ist meine Einschätzung nach der Lektüre, hier nichts finden, was das rechtfertigt. Und diese kleine Anmerkung will ich mir dann doch erlauben, was auch Herr Kubicki, der Großmeister der starken Worte, ja meinte, dass er diese Studie glaubte, in einer autoritären Situation verankern zu müssen. Ich glaube, Herr Kubicki, manchmal sind Ihre Worte schneller als Ihr Verstand. Das Fünfte, was ich ansprechen möchte, ist, dass es auch Hoffnungszeichen gibt. Es gibt ein Hoffnungszeichen, und das wird sich auswirken, dass der unselige Geist von Wissenschaftsfeindlichkeit, von Populismus in Amerika abgewählt worden ist. Und an der Stelle sollten wir anknüpfen, weil in Amerika jetzt auch das erste Mal, das muss man sich vorstellen, ein Scientific Advisor Kabinettsrang bekommen hat. In einer der stärksten Wissenschaftsnationen ist der wissenschaftliche Rationalitätssachverstand in die Regierung mit hineingenommen worden, was Sie hoffentlich an keiner Stelle beklagen, sondern was eine Verstärkung dafür ist, dass Politik und Wissenschaft im Dialog miteinander zu sein haben. Und der sechste Punkt. Ich finde es sehr gut und wichtig, dass dieses auch in der deutschen Ratspräsidentschaft in Bezug auf Europa mit einer Erklärung zur Wissenschaftsfreiheit angesprochen worden ist. Und Herr Sattelberger, Sie haben dort eine Anfrage gestellt und eingefordert, dass dort auch alle diese Erklärung mit unterschreiben sollten. Und das Ergebnis ist ja doch mindestens positiv so, dass allerdings es Ausnahmen dabei gibt. Polen und Ungarn. Und das zeigt auch gleichzeitig die Aufgabe, die wir darin haben, auch mit diesen Ländern so in einen Dialog, in eine Auseinandersetzung einzutreten, dass die auch die elementaren Leitpunkte für Wissenschaftsfreiheit, für Wissenschaftsförderung, für Forschungsentwicklung mittragen können. Der sechste Punkt, das ich ansprechen möchte, wie es auch gemacht worden ist, dass wir in Deutschland eine Struktur haben, die vom kleinen Peer Review bis hin zur Schwarmintelligenz der großen Wissenschaftsorganisationen, der HRK, der Allianz, der DFG, genau dafür sorgen, dass es abgewogene und breit verankerte Erkenntnisse gibt. Und der letzte Punkt deshalb, das, was Professor Haug uns gestern noch mal auch im Ausschuss anempfohlen hat, mit Wissenschaftskommunikation selbstbewusst, nicht erschrocken, aufklärend umzugehen. Vielleicht haben Sie das in dieser Rede gemerkt, dass ich bisher keinmal, weil es mir überdrüssig ist, das Wort AfD benutzt habe. Ich mache jetzt einen Punkt. Was ich von Ihnen gerne mal wissen möchte, ist, in Ihrer Struktur der lauter fixierten, autoritären, bigotten Charaktere, haben Sie eigentlich Fragen noch an sich selbst? Gehen Sie eigentlich mit sich selbst fragend noch mal zu Rate? Oder sind Sie immer auf der Seite derjenigen, die hundertprozentig alles wissen und hundertprozentig alles richtig machen? Sie haben die Pflicht zur Selbstbefragung. Dankeschön. Vielen Dank. Und das Wort geht an Dr. Wolfgang Stefinger von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, liebe Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Freiheit der Wissenschaft ist ein hohes Gut, das haben wir heute schon gehört, und auch die freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut. Und deswegen ist es gerade auch wichtig, dass wir kontroverse Debatten führen in der Gesellschaft, hier im Parlament, aber natürlich auch an unseren Hochschulen.
Bundespräsident Steinmeier und auch Bundesministerin Karliczek haben dies auch immer wieder deutlich gemacht, dass Angriffe, Gesprächsverhinderungen und Einschüchterungen in Hörsälen keinen Platz haben. Mit uns ist die Freiheit der Wissenschaft nicht verhandelbar. Dass sich heute in der Debatte ausgerechnet die AfD berufen fühlt, die Wissenschaftsfreiheit zu verteidigen, ist wirklich Ironie. Eine Partei mit gefährlicher Nähe zu Verschwörungstheoretikern. Und da sage nicht ich, das belegt eine wissenschaftliche Studie der Universität Leipzig. 73,5% der AfD-Anhänger sind empfänglich für Verschwörungsmythen. Also doch eher alternative Fakten für Deutschland statt freier Wissenschaft. Oder ein besonderes Schmankerl, auf das heute schon ein paar Mal hingewiesen wurde. Die AfD ruft 2018 Studenten und auch Schüler auf, Professoren und Lehrer über Online-Plattformen zu melden, wenn sich diese AfD kritisch äußern. Der Aufruf war, Belege zu sammeln, Tonmitschnitte anzufertigen oder Bildaufzeichnungen zu machen und diese dann auf einer Online-Plattform hochzuladen. Also mal wieder denunzieren und an den Pranger stellen. Das ist Wissenschaftsfreiheit à la AfD. Es stellt sich wieder einmal die Frage, was heißt denn Freiheit bei der AfD? Das habe ich in meiner letzten Rede schon betont. Aber wahrscheinlich taugen die Ergebnisse nicht der Parteilinie, dann werden sie als Lügenwissenschaft bezeichnet. Taugen sie der Parteilinie, werden sie mit einem Ausrufezeichen versehen und wird nochmal explizit darauf hingewiesen. Sie versuchen verzweifelt, das Narrativ der Beeinflussung der Wissenschaft herbeizureden, aber es gehört auch zu verantwortungsvollem Regierungshandeln, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten und diese auch prüfen zu lassen und sich beraten zu lassen. Sie versuchen regelmäßig Fake News zu bedienen, nämlich dass die Wissenschaft das liefert, was die Bundesregierung von ihnen erwartet. Wissen Sie, was wir erwarten? Eine unabhängige und faktenbasierte Wissenschaft und vor allem auch eine faktenbasierte Diskussion. Aber dazu sind Sie nicht in der Lage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich kann man über Studienergebnisse und Handlungsempfehlungen der Wissenschaft diskutieren. Ja, man muss es sogar. Vor allem, da es je nach Themengebiet oftmals unterschiedliche Erkenntnisse gibt. Das ist Wissenschaft. Politische Entscheidungen jedoch muss kein Wissenschaftler treffen, egal ob es ein Virologe ist oder ein Klimaforscher, egal ob es ein Juraprofessor ist oder ein Soziologe. Die Wissenschaftler brauchen keine demokratische Mehrheit organisieren und sie müssen sich auch nicht der Diskussion vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern stellen. Das muss nämlich die Politik tun und dafür sind wir gewählt. Aufgrund unterschiedlichster Studien ist es zum Teil auch schwer, Entscheidungen zu treffen. Aber am Ende muss eine Entscheidung stehen. Und gerade in diesen Zeiten kann zu lange diskutieren Menschenleben kosten. Und deswegen sind Entscheidungen gefallen. Und darüber kann man natürlich diskutieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, dass es engagierte Frauen und Männer in der Wissenschaft gibt. Ohne die gäbe es keine Impfstoffe, keine Medikamente, keine technische Entwicklung und auch keinen Fortschritt. Die besten Ideen und Entwicklungen entstehen ohne Zwang, wenn sie sich frei entfalten können. Und genau das wussten auch die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes, die den Artikel 5 aufgenommen haben, der nicht nur die Meinungs- und Pressefreiheit beinhaltet, sondern auch im Absatz 3 heißt, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei und die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Soweit in Artikel 5. Gerade beim letzten Punkt, Treue zur Verfassung, glaube ich, hat die AfD noch einiges zu tun und einiges aufzuarbeiten. Da wünsche ich viel Erfolg. Vielen Dank. Die Aktuelle Stunde ist beendet. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9,